Guten Morgen, ihr Lieben. Wisst ihr, ich muss heute übernehmen, weil ich ein bisschen Probleme mit meinen Oberschenkeln habe vom Sport. Da ist eine Kniebeuge nicht möglich. Was machen wir heute? Überlegt euch wieder eine relativ geringe Anzahl, die ihr ganz locker schafft. Ich sage mal zwischen 1 und 5 Wiederholungen. Die Cracks können vielleicht auch 10 probieren, weil wir quasi am Stück eine relativ große Menge machen, bevor wir die Pause absolvieren. Also Nummer 1, stellt euch erstmal breiter hin als sonst, deutlich breiter als Hüfte und macht so, je nachdem, wie gesagt, ihr taktet das ein, wie fitter seid, zwischen 3 und 10 Kniebeugen. So viel macht jetzt quasi so circa immer 3 Stück. Und dann kommt ihr mit den Füßen ein ganz kleines bisschen enger hoch und macht wieder 3. Und dann verlängert ihr wieder den Fußabstand. Guckt, dass er trotzdem immer so tief wie möglich kommt. Hüfte unter die Knie, genau. Und dann wieder ein bisschen zusammen. Die sehen hinten raus immer besser aus, Kniebeugen. Genau, und wieder ein Stückchen zusammen. Jetzt macht er mal auf Heike nicht ohne, weil der geht es noch schlimmer als mir, hat sie zumindest behauptet. Der Einzige, die im Gym noch Kniebeugen machen kann, ist Sophie. Ja, die sind richtig gut jetzt hier. Wenn er jetzt bis er ganz runterkommt, dann läuft das spitzenmäßig. Sehr gut. So, dann macht er eine Pause. 30 bis 60 Sekunden, je nachdem wie platt ihr seid. Und dann fangt er quasi mit geschlossenen Füßen an, also dort wo er aufgehört hat. Manche werden es nicht richtig zusammenkriegen. Und tastet euch wieder mit der gleichen Wiederholungszahl nach vorne. Also wieder 3 Stück, Füße geschlossen. Guck mal, die gehen schon besser jetzt. Nur aufs Becken weichen, bitte machen links. Und dann ein Stückchen auseinander wieder 3, bis er wirklich deutlich breiter steht. Und so was Ähnliches machen wir bei den Liegestützen. Das heißt, ihr fangt erstmal normal an, ja, Schulterbreite ungefähr, und macht 1, 2, 3 Stück, so viel macht man nur ein. Genau. Und dann gehen wir ein bisschen auseinander, ein paar Zentimeter. Und machen wieder ein. Genau. Und wieder auseinander. Und wieder ein. Und wieder auseinander. Bis er merkt, geht in irgendeiner Art und Weise nicht, da geht noch, dann machen wir noch einen. Ihr müsst nicht wie so viel mit den Füßen auch hinten auseinander gehen, können wir aber auch machen. Genau. Und dann merkt er, dann müssen wir jetzt eine Pause einlegen und hier wird er wieder die Knie beugen, beginnt er dann dort und tastet euch ran und könnt dann am Ende quasi aber enger zusammengehen als die Schultern. Wir machen das mal noch. Wir machen mal Zeit ab, also sie sind jetzt an den Schultern angekommen und dann tastet sie sich nach vorne und wird immer enger. Genau. Und die Damen können das natürlich gerne auf den Knien ausführen. Und da machen wir die Pause. Wie gesagt, wählt euch immer eine Wiederholungszahl, die ihr absolvieren könnt, weil es sind am Stück immer mehr. Und dann fahrt ihr immer hoch und runter im Pyramidensystem. So lange, bis es sagt, reicht mir heute. Okay? Sportfrei, viel Spaß.